Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein DM-Haul für dich und wenn du Bock drauf hast, zusammen mit mir zu erfahren, was sich in dieser Tüte verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Tüte oder dieser Beutel ist übrigens von der My Little Box aus Januar, glaube ich. Da bewahre ich gerne so Produkte drin auf, die ich für Holz gesammelt habe. Ich war tatsächlich nicht vor Ort, bin ich ehrlich, weil ich da noch so ein bisschen Berührungsängste habe, um ehrlich zu sein. Einkaufen gehen und ich, wir sind nicht die besten Freunde. Ich ekel mich etwas ein, ich habe ein kleines Problem. Ja, es ist alles ein bisschen schwierig gerade. Aber gut, wie gesagt, ich habe ein bisschen was bestellt. Es ist tatsächlich eine Online-Bestellung gewesen und ja, das heißt, es gibt nicht alle Produkte im Laden zu kaufen, denke ich mal. Aber wir gucken einfach mal rein. Ein Produkt habe ich tatsächlich schon rausgenommen in Anwendung und auch schon aufgebraucht, also leer getrunken. Das war eine Mandelmilch mit Vanillengeschmack von Pur irgendwas, blende ich dir mal ein. Die war okay, der Vanillegeschmack war da, aber nicht so präsent. Die hat nicht im Kaffee geklumpt und die konnte man sehr gut mit Cornflakes essen. Das war ganz cool. Die war nicht gesüßt, hat mir ganz gut geschmeckt. Ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten Mandelmilch. Aktuell steht Alpro an oberster Stelle. Aber die ist halt auch ganz schön teuer, ne? Aber es gibt noch weitere teure Mandelmilchen, die ich weiterhin gerne mag. Und das ist zum Beispiel von Share die Mandelmilch ohne Zucker. Das ist ja eine Bio-Mandelmilch und ja, ne, die trinke ich ganz gerne. Wobei ich bei der hier sagen muss, manchmal klumpt die auch. Ne? Das ist, ja, es ist alles sehr, sehr sauber mit dieser Geschichte, mit dieser Marke auch, was ich immer sehr positiv finde. Aber ja, ne, muss jeder für sich entscheiden. Gut, dann habe ich hier noch ein weiteres Produkt geholt. Es ist nicht nur Haushalt, es ist nicht nur Food, es kommt auch nachher noch Beauty irgendwann zwischendurch. Kaffee musste auch sein, weil wie gesagt, ich bin kein Freund von Einkaufen aktuell. Und da habe ich mir einfach DM Bio Kaffeecreamer geholt, ganze Bohnen. Normalerweise holen wir uns immer Espresso-Bohnen, weil die sind bekömmlicher für den Magen. Aber ja, den kann man auch mal ausprobieren, den haben wir noch gar nicht ausprobiert. Dann hatte ich meine Periode, während ich diese Bestellung getätigt habe. Und da habe ich von Yes or Nature einfach die Tampons Natur oder Nature geholt. Das sind diese hier. Ja, ne, braucht eine Weile, bis ich sowas aufbrauche, aber ich habe sowas einfach gerne in Backup da. Und da steht jetzt neu drauf, ich weiß nicht, Tamponkern aus 100% Biobaumwolle. Ich weiß nicht, ob die Verpackung, die Formulierung oder das Produkt an sich neu ist, keine Ahnung. Aber ich hole mir halt lieber, wenn ich irgendwas in mir drin tragen soll, etwas, was halt auch, ja, angenehmer für meinen Körper ist, weil es heißt ja, dass in diesen ganzen normalen Tampons, sage ich mal, Bleiche oder weiß ich nicht, irgendwas soll da drin sein, was nicht gut für den Körper ist, deswegen mache ich es nicht mehr. Ich verwende ja sowieso häufig oder fast immer meine Menstruationstasse. Wenn ich aber einfach keinen Bock habe, die reinzumachen oder mein Körper die gerade nicht haben will, passiert, dann nehme ich halt einen Tampon, ne? Jo. Dann, apropos, mir geht es manchmal nicht so gut, habe ich mir von Sanotag das Glücksgefühl geholt, B-Vitamine zur Unterstützung der psychischen Funktion. Ja, ne? Warum eigentlich nicht, habe ich mir gedacht. Und jetzt blinkt auch noch der Akku, dann muss ich den mal eben kurz wechseln. Frisch und fröhlich und mit neuem Akku können wir nun weitermachen. Wer sich übrigens fragt, wo Sammy ist, der liegt hier, jetzt neben mir gerade und hat einfach Bock auf Fliesen zu liegen und nicht da hinten rumzuliegen. Manchmal ist das so. Er ist ein bisschen, er ist ein Vogel, aber er ist süß. Ein süßer Vogel, genau. Das ist mit Zitronenmelisse, hilft die positive Stimmung zu wahren. Was auch ein bisschen stimmungserfüllend wirken kann, ist Osterdeko. Gerade so eine Süße, ne? Da sagst du auch nicht nein. Albert ist erzählt. Mensch. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier hinstellen werde oder ob das irgendwo, keine Ahnung, da sieht man es nämlich eh nicht, bei uns im Wohnzimmer oder im Wohnraum sein wird. Ich glaube, das ist besser. Da hat ja jeder drüber geschwärmt und ich musste sie jetzt tatsächlich auch haben. Maybelline Lash Sensational, die Sky High Mascara. So rum ist, glaube ich, besser. Da gehen ja alle auf TikTok den so mega steil drauf, ey. Wahnsinn. Und man guckt sich die an und denkt sich, okay, es ist einfach ein ganz normales zylindrisches Gummibürstchen. Was soll die groß machen? Bin ich gespannt, habe ich noch nicht ausprobiert. Die ist auch so abgeschrägt, ne? Riecht wie eine ganz normale Mascara. Ja, keine Ahnung. Ich gucke mir die mal an. Ja, dann hatte mein Freund letztens Ceranfeldreiniger gebraucht, also so ein Schaber, und unser war irgendwie echt nicht mehr schön. Und da habe ich mir tatsächlich gedacht, das wäre gar nicht so verkehrt, den zu holen von Putzboy Glaskeramik-Schaber. Einen anderen hatten die gar nicht. Ich habe lieber einen mit so einem richtigen Griff, muss ich sagen. Aber gut, habe da jetzt gerade sowieso bestellt, also kam das mit. Entfernt Verkrustung und Verschmutzung und hier hängt irgendein Faden? Plastik? Rampampam? Okay.
Dann habe ich noch für unseren Soda-Stream etwas mitbestellt, Bio-Sirup Holunderblüte. Das wollte ich mal ausprobieren. Ne? Wir haben ja verschiedenste Geschmacksrichtungen, die wir da auch reinmachen. Und jo, Holundersirup, warum nicht? Wir hatten auch mal tatsächlich Holunderblütensirup uns geholt, aber das war nicht von SodaStream selber, sondern irgendwie eine Eigenmarke von unserem Supermarkt halt, ne, der bei uns da ist. Und das war nicht so das Allerbeste. Und den wollte ich jetzt mal ausprobieren, weil ich jetzt Richtung Frühling, Sommer gerne etwas Fruchtigeres habe und nicht so diese künstlich süßen Geschmäcker. Ich persönlich feiere auch aktuell mega die Produkte von Waterdrop, habe da aber noch einiges hier, was jetzt auch demnächst immer wieder, ne, von mir getrunken wird. Aber den SodaStream mag ich einfach gerne, wenn ich ein bisschen was mit Kohlensäure haben möchte. So, dann habe ich noch ein bisschen was aufstrichmäßig geholt. Schokocreme, Milch und Nuss-Nougat. Das ist das hier von DM Bio. Das hole ich mir immer wieder nach. Ich feiere das, ne? Das ist nicht gesund, aber es ist geil. Und dann habe ich mir auch noch die Variante mit nur Nuss-Nougat geholt, ohne diese Milchgeschichte. Ja, ich atme sowas ein, ne? Wenn ich dann mal wieder meine Zeit habe, wo wir ständig abends immer nur Toast essen oder morgens, wenn ich auch wirklich mal darauf achte, jeden Morgen zu frühstücken, dann mache ich mir ein Brot oder ein Toastbrot und dann schmiere ich da halt Marmelade oder halt diese Nuss-Nougat-Geschichte mit drauf. Mega, ich bin voll das süße Mädchen. Das hier kommt immer in meinen, die ist angedetscht, in meinen Tee. Den trinke ich jeden Abend. Viel Blütenhonig, DM Bio, habe ich mir jetzt geholt. Jetzt aktuell habe ich noch so einen Akazienblütenhonig, den ich auch richtig toll finde, aber der ist halt sehr flüssig. Und dieser hier ist sehr fest und das finde ich einfach praktischer, wenn man so flüssigen Honig hat. Also ich mag nie den in diesen Flotte-Lotte-Biene-Runterquetsch-Dingern, weil das spackt dir alles zu. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann klebt einfach alles und das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich jetzt hier diesen mir auch wieder geholt in einem Glas, wo man mit einem Löffel reingeht. Und nehme ich einen Löffel einfach in meinen Tee rein und bin glücklich und zufrieden. Und das finde ich klasse. Genau. So, war jetzt so einfach eine Idee. Dann habe ich mir, weil irgendwer hat das erzählt, war das Contra-Junkie? Ich glaube schon. Dass man den am besten, wenn man sich einen Lidschatten drauf macht, der halt auch sehr so, oder war das Maxim? Ich weiß nicht, einer von euch beiden war das bestimmt, dass man diese, gibt es auch immer mehr jetzt in Paletten, ne? Dass man diese groben Glitzerviecher am besten so aufs Auge bringt, wenn man sich vorher einen Glitterprimer drunter macht. Und ich habe ja keinen Glitterprimer hier, weil ich sowas bislang immer als unnötig für mich empfunden habe, weil ich mir nie irgendwelche Glitzerpartikel ins Gesicht geklebt habe. Wenn man das aber so sieht, dass man das für die Augenlider verwendet, um da dann halt den Lidschattenlook intensiver rausbringen zu lassen, jetzt läuft Monsieur hier durch die Gegend, dann soll sowas gut sein. Und da gibt es hier den Glitterprimer von NYX. Den hatte ich auch, glaube ich, sogar schon mal da. Hab den dann mal in einem Trash-Paket weitergegeben, weil das für mich so, ja, ich habe doch keine Glitterpigmente, was soll ich damit, war? Ja, wahrscheinlich einfach, um deine Augenlooks strahlen dahin zu kriegen, so wie die Lady das auf der Verpackung macht, ne? Mit den Lippen, da muss ich gestehen, sowas mache ich nicht, ne? Also, da bin ich ja nicht so wild unterwegs immer. Wenn ich rote Lippen trage, so Richtung Weihnachtszeit und so, dann ist das schon meine Welt, aber ansonsten bin ich da ja nicht so ulkig unterwegs und ja, bei Augen finde ich das sinnvoll. Bei Lippen, ich esse einfach zu viel und ich trinke einfach zu viel. Das würde ja die ganze Zeit abgehen, hätte ich ja, weiß ich nicht, finde ich nicht so geil. Auch von Sanotact, ich glaube, es gab irgendwie Prozente auf Sanotact, deswegen habe ich dazu geschlagen. Die Bierhefetabletten, die hole ich mir ja immer wieder mit Biotin, B-Vitamin und Folsäure. Das ist für Haut, Haare, Nägel. Ich sage zwar, ich hole mir keine Haarvitamine, aber das sind ja nicht in dem Sinne diese Haarbärchen oder sowas, sondern es sind halt wirklich, es ist ein sehr, sehr natürliches Produkt. Tut mir gut und deswegen nehme ich die auch immer weiter und deswegen habe ich sie auch diesmal wieder gekauft. Dann habe ich mir geholt, weil mein Körper nicht nur ein Vitamin D, sondern auch einen Eisenmangel hat. Sanotact, Eisenkomplex, Kupfer, Folsäure, Vitamin C, B3, B6, B12. Achtung übrigens, wenn ihr, also sprecht das aber mit eurem Arzt ab, ne? Ich weiß, dass ich sowas nehmen kann, weil ich jetzt nicht irgendwie übermäßig viel Kupfer oder so in meinem Körper drin habe. Es gibt nun mal Menschen, und mein Freund ist auch einer davon, der hat zu viel Eisen zum Beispiel. Der dürfte sowas auf gar keinen Fall nehmen. Es gibt auch Menschen, die haben zum einen zu viel Eisen im Blut und zum anderen zu viel Kupfer im Blut. Und wenn du dann sowas nimmst, wo auch noch Kupfer mit drin ist, kann es sein, dass du eine Vergiftung sogar bekommst. Also aufpassen, mit dem Arzt absprechen. Ich darf sowas nehmen, weil ich da wirklich Mangel habe. Und das, ne,
Absprechen mit Arzt. Super wichtig, Leute. Ich kann es nur nochmal sagen, ich bin kein Arzt, ich bin keine Ärztin. Ich arbeite als Vertriebs- und Marketingassistentin und habe von der Biologie des Menschen ungefähr gar keine Ahnung. Aber ich weiß nur, was mir gut tut und was mein Arzt mir empfiehlt. Und er sagt, sowas darf ich nehmen. Und ja, das ist ideal für Frauen bei vegetarischer, veganer Ernährung. Die habe ich nicht. Aber ich bin eine Frau, die einfach schon seit Ewigkeiten halt tatsächlich einen Eisenmangel hat, weil ich bin sehr schnell sehr groß geworden. Bin dementsprechend in meiner Jugend auch ständig umgekippt. Also das war eine ganz schwierige Zeit, wo ich ständig umgekippt bin. Das war nicht geil, das war überhaupt nicht witzig. Auch wenn man sich das jetzt vorstellt und das sehr, sehr witzig ist. Und auch rückblickend denke ich mir auch, es ist ultra ulkig gewesen, vielleicht für Außenstehende. Aber wenn man selber die Person ist, die dann einfach ständig zusammenklappt, weil der Körper einfach nicht mitspielt, ne? Das ist echt fies. Aber gut, auf jeden Fall ist es halt eine ganz gute Geschichte. Das ist gut für den, für die Blutbildung, für die Blutaufnahme. Ich habe einen super niedrigen Blutdruck, ne? Auch das ist eine Geschichte. Da merkt man den Eisenmangel. Deswegen darf ich zum Beispiel auch kein Blut mehr spenden. Ja. Voll schlimm. Okay, ja, habe ich mir geholt. Aber Leute, sprecht sowas mit eurem Arzt ab. Mega, mega, mega wichtig. Ne? Alles, was ihr Nahrungsergänzungsmittel nimmt. Deswegen zeige ich sowas super ungern. Aber alles, was ihr nehmt, sprecht das mit eurem Arzt ab, ob das okay für euch ist. Ne? Voll die Moralpredigt, tut mir leid. So, zwei Sachen habe ich mir noch geholt. Ja, das ist beides für gegen Geruch. Und zwar einmal Balea Antitranspirant Extra Dry ohne Alkohol. Das ist einmal das als Sprayer, auch wenn ich gesagt habe, ich möchte mir eigentlich nicht mehr sowas in solchen Sprayerflaschen holen und ich mich auch ein bisschen schäme, dass ich es jetzt in die Kamera halte, aber ich bin transparent, ich halte es nicht einfach zurück. Ich zeige euch das trotzdem. Weil das genauso wie dieses hier empfohlen worden ist von El Hanilo, von Özlem. Und auch Özlem ist eine Person, der ich sehr vertraue. Das ist das Antitranspirant Extra Dry als Roll-On. Und als Roll-On kann ich mir das nämlich sehr gut abends vorstellen. So unter der Dusche, nach der Dusche, dass ich mir das drunter mache, Schlafklamotten anziehe, ab ins Bett. Und das hier dann für morgens. Und das soll halt mega geil sein. Das soll halt auch wirklich helfen. Und wenn etwas so günstig ist und wirklich helfen soll, bitte. Hallo, mein Name ist Claudi und hier bin ich. Ich nehme sowas gerne. Ja, das war jetzt mal wieder ein ganz üblicher DM-Haul, wie er nun mal bei mir immer so ist. Wir haben ein bisschen hiervon, wir haben ein bisschen davon. Alles, was das Herz begehrt und worauf ich Bock hatte und was ich tatsächlich auch brauchte. Ich habe eine Notizen-App in meinem Handy, die ich euch auch echt empfehlen kann, sowas einfach zu nutzen. Dass wenn ihr Videos seht, euch einfach Notizen zu machen. Und wenn ihr dann das nächste Mal im DM seid, euch einfach das dann zu holen, was auf der Liste steht oder wie auch immer. Ja, weil ansonsten macht man viel zu viele Impulskäufe. Ich bin so eine typische Einkaufslisten-Lady. Wie ist das bei euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, ihr Lieben, das war's. Ne? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!